Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Monster Hunter Rise. In den letzten Parts, habt ihr ja gesehen, haben wir im Multiplayer-Modus ein bisschen uns ausgetobt und ja, jetzt haben wir eine neue Dorfquest, nämlich der Stufe 4. Aber ich möchte erst noch Stufe 3 fertig machen. Und da haben wir nur noch die Frau aus dem See zu erledigen. Und das machen wir jetzt auch, damit wir auch da komplett einmal durch sind. Und da werde ich auch sofort aufbrechen, denn ich denke mal nicht, dass wir für ein paar klitzekleine Kreaturen, die wir da erledigen müssen, groß Dangos essen müssen. Ja? Also, da, pff. Wir haben schon Härteres erledigt als so ein bisschen Kleinvieh. So, gucken wir erstmal, was wir brauchen. Da vorne haben wir doch gleich schon das erste. Ah, das sind die hier. Hat sich dann schon erledigt und da greifen sie schon ja hinten an. Zack, und da hat er sich auch schon erledigt. Die müssen wir nur erledigen. Nicht mal mehr groß irgendwas anderes machen. Einfach nur erledigen. Das war's schon. Von dem her bin ich da ganz glücklich. Hier sind Fische. Der läuft da lang. So, mehr Verteidigung. Und da haben wir den nächsten. Er hat sich schon erledigt. Das ging schnell. Die gehen schon gleich auf die nächsten drauf wieder. Die sind echt krass, die Jungs. Und erledigt. 4 von 10. So. Der Lootrot, der ist da noch am... ja, rumschnacken. Carve, carve, carve. Oh oh. Jungs, Jungs, Jungs. Kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr? Wuhu. Da wollte gerade der Lootrot uns aber ein bisschen jagen. So, jetzt gehen wir hier oben rüber. Und hier unten haben wir dann die letzten zwei. Ja, bleib. Hm. Komm. Und hier ist der letzte. Ja, der vorletzte. Aber noch Kirschnern. Oder ausnehmen, wie auch immer man das nennen möchte. Daddy braucht ein paar neue Schuhe. Und da oben scheint definitiv irgendwas zu sein. So viele Sachen, wie ich da jetzt gerade sehe. Ein Schrotthaufen. Make it steady progress.
andere Begleiter. Irgendwo hier kann man was sammeln, aber ich sehe es nicht. Wahrscheinlich muss ich da noch höher. Falls ich noch höher komme. Sieht aus wie so ein Schrein oder so. Du hast nichts gefunden. Hä? Nee, da ist anscheinend nichts. Okay, okay, ja. Also, ne. Dafür ist das dann da. Steinechsenmaterial. Eine Rüstkugel. Jawoll. Was sieht man noch gern. Ja, da irgendwie hoch. Der scheint ein bisschen angepisst zu sein. Ich habe jetzt aber auch gerade keine Lust auf dich, ne? Möchte ich auch mal gleich anmerken. Der kommt mir doch jetzt nicht hinterher, oder? Doch, der kommt mir hinterher. Was ist das denn für ein blöder Sack? Okay. Nein, er kommt mir nicht mehr hinterher. So. Erledigt. Wunderbar. Und das letzte auch nochmal hier. Kürschnern. Häuten. Puffalter. Hier haben wir nochmal einen Pilz. Ich glaube, hier sollte ich mal eine Expedition machen. Hier gibt es bestimmt oben irgendetwas. Ja, definitiv gibt es hier oben was. Schön. Ist das schon mal erledigt? Wir haben damit alle 3-Sterne-Quests abgeschlossen. Alle. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hey, das war's mit dem Part, aber nein. Nein. So einfach mache ich es euch nicht. Seht ihr? Alle abgeschlossen. Jetzt können wir nämlich hier hin. Und hier haben wir 2 Seiten voller Spaß und Freude. Wir haben eine Lavahöhle, wir haben den Flutwald und wir haben die Sandebene. Und da bei der Sandebene haben wir zum Beispiel den Ratian. Und ich glaube, der wurde als nächstes auch vorgeschlagen, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen nehmen wir den Ratian. So, wir gehen ganz kurz was essen. Ernsthaft? Nur eine Dango-Fertigkeit aktiviert? Nee, das, nee. Ich möchte nochmal was essen. Nein, ich darf nichts essen. Ah, verdammt. Ah, das ist ja ärgerlich.
Waffe schmieden. Mal gucken, was können wir denn für eine neue Waffe schmieden? Yagi, Lagombi. Muschel. Was haben wir bei den Hammern? Rogi. Hätte mal eine neue Waffe ausprobiert. Kulu Yaku. Kulu Knüppel. Affinität. Der hat schon was. Azuros. Unerträgliche Hammer 2. Der macht 130 Schaden, ey. Mir fehlt die Basiswaffe dafür, das ist der Erzbaum. So, jetzt darf ich den. Jetzt darf ich den da. Achso, mehr brauche ich gar nicht. Bestätigen. So, und dann habe ich den angelegt. Super. Und die nächste Stufe darf ich aber noch nicht, ne? Ah, hier hätte ich gedurft. Ah, verdammt. Und zweiter aber nicht, ne? Okay, dann werden wir jetzt mal mit dem Hammer kämpfen. Ich bin ja mal neugierig, wie ich jetzt echt mit dem Hammer kämpfen werde. Die feurige Königin, juhu. Oh Mann, die Königin der Sandebene spuckt Feuer. Mein Hab und Gut ist Asche und meine Hose brennt. Haha, warte, das ist eigentlich gar nicht lustig. Jag doch bitte diesen Ratian. Okay. Pop-up-Symbole, Fangobjekt. Arid plains at night. Flames billowing high. This is where she makes her realm. Best to not go nigh. Fire scorching the earth. Lighting up the sky. When her highness sets her eyes on you, it's time to say goodbye. Also ein Drache. Okay. Nein, es ist ein Ratian, kein Drache. Nein, das ist für mich ein Drache. Jetzt ernsthaft, da kommst du nicht hoch. Komm und hoch da. Ups. Das war ein bisschen zu tief, aber okay. Da darf ich angeln. So, erstmal jetzt hier gucken, wo ist denn der Ratian? Einer von den beiden ist es. Ist natürlich jetzt die Frage, welcher von den beiden. Meine Vermutung ist fast komplett richtig, wie ich gerade hatte. Das ist der Ratian. Hallöchen, Ratian. Sauer. Wo ist er denn, der Rati? Da ist er ja. Autsch. Okay, er dreht sich zweimal. Das ist wichtig zu wissen. Au, der macht böse Schaden. Und er dreht sich, glaube ich, sogar nochmal, ne? Look out!
Der Hammer begeistert mich jetzt gar nicht. Oh. Darf ich jetzt den Radian reiten? Ernsthaft? Jawoll. Komm. Da kriegen wir den ja doch so platt. Schleudere das Monster, das du reitest, gegen Hindernisse, was ihnen schweren Schaden zufügt. Okay. Und weiter geht's. Yes. Und jetzt mach ich ihn platt. Genau, schlag noch auf ihn ein. Wow, mit dem Hammer kriegt er aber ganz schön einen auf den Deckel, wenn ich die ganze Zeit auf seinen Kopf einschlage. Ich habe doch voll deinen Kopf erwischt. Dreht hier gerade ab. Au. Huh. So. Hinterher. Da ist nichts weiter. Ich glaube, der Radian ist dann hier runter. Hallo. Komm wieder runter. Ja, er ist wütend, er ist wütend. Ausweichen, ausweichen. Oh, er hat mich volles Brett erwischt. Na, da hinten ist das Gift. Das, oder beziehungsweise das hilft mir wieder klarer zu denken. Hau ihn auf den Kopf. Ah! Hatte er Yoshi gegessen? Okay. Das soll nicht ein. Ich wollte eigentlich jetzt an ihm vorbei, aber. Ist in Ordnung. Ich wollte nur an ihm vorbei.
Ne, jetzt dreht er sich wieder. Komm, und auf seinen Kopf. Schlag auf seinen Kopf ein. Oh, shit, 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 shit. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich hatte gerade... Ich hatte gerade den Trank in der Hand genommen. Warum habe ich denn keine Tränke mehr? Wo sind meine Tränke? Da. Blitzbombe. Okay, damit könnte ich ihn vielleicht ein bisschen... Nein, warum nehme ich den Trank? Warum ich... Mann, ich hasse es. Ich hasse die Steuerung. Bin ich ganz ehrlich. Die ist echt schlimm. Da ist er. Den hole ich mir. Den catch ich mir. Ich habe genau gesehen, wo du bist. Ja. Nein, 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 ausweichen, ausweichen. Oh, shit, 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 shit. Eigentlich wollte ich die nicht angreifen, aber die waren mir gerade so ein bisschen störend im Weg. Oh, komm! Der Hammer überzeugt mich jetzt gerade gar nicht. Weg, 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 weg. Komm runter. Jetzt schön auf den Kopf. Mal kurz wieder ausweichen. Ja, jetzt kommt er wieder mit der Attacke. Und er macht wieder die gleiche Attacke. Und er kommt wieder runter. Komm. Hinter ihm her, hinter ihm her.
Da legt er sich schlafen. So, jetzt haben wir ihn aber. Wer ist das denn? Keine Ahnung, wer das ist, aber den nehme ich doch gerne. Für den Vivan-Ritt. Yes! Wo ist denn hin, der andere? Der ist abgehauen, okay. Da haben wir doch einiges von dem Ratian mitgenommen. Ach, schade, da wäre noch die Angriffskraft nach oben gegangen. Also ich bin jetzt noch nicht so überzeugt von dem Hammer, bin ich ganz ehrlich. Aber was war das für eine Kreatur? Danke, dass du mir geholfen hast. Ich werde dich dann demnächst erjagen. Der sieht echt böse aus, ne? Groß und böse. Job's done. Ein Ratian zum Mitnehmen, würde ich sagen. So, Leute, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit der Folge. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung, für jeden Daumen nach oben, für jeden View, für... einfach alles und sage dann danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.